Hallöchen, hier ist wieder euer Doggo und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier wieder in Springfield gelandet und bauen heute wieder fleißig weiter. Was machen wir heute? Heute machen wir uns daran, das Knäudoleum zu bauen aus der Spiel-App-Version. Ich blende das Gebäude einmal ein. Das Ganze war ein Vorschlag von dem lieben Dennis. Dankeschön für den schönen Vorschlag. Es ist mal wieder ein Gebäude, was wir noch nicht hatten. Und das passt eigentlich auch super jetzt hier zu den Themen, was wir mal hier so ein bisschen hinbauen. Da drüben siehst du schon eigentlich das folgende Gebäude, was wir bauen werden. Die Kenner von euch wissen bestimmt schon, um was es geht. Ansonsten erzähle ich da überall nichts mehr, weil heute geht es ja um das Knäudoleum. Falls ich es falsch ausspreche, das Knäudoleum, dann seid mir bitte nicht böse. Kommen wir noch kurz zum Gebäude, was wir natürlich heute auch anfangen zu bauen. Ich werde das Ganze in einigen Teilen aufteilen, weil das Ganze doch schon ein bisschen sehr skurril aufgebaut ist. Wer das Ganze aber ein bisschen näher kennenlernen möchte, das Gebäude, blende ich dir die Folge dazu einfach mal ein. Kannst du dir gerne angucken. Da zeigen sie es auch eigentlich sehr genau, wie es innen drin aussieht. Wir werden es natürlich auch einrichten und ich mache natürlich dann die Tour. Da werde ich versuchen, so gut es geht, alles, was in der Folge gezeigt wurde, da auch reinzubauen. Da gucken wir mal, wie wir das Ganze dann auch hinbekommen. Ja, aber ansonsten noch mal kurz zu dir, Dennis. Du hast dir das einmal gewünscht. Also einmal habe ich das schon erfüllt. Und dann hast du dir noch was Zweites gewünscht. Und zwar das Geschäftszentrum aus der Spiele-App. Ich blende dir das ein. Ich habe auf das Gebäude, also selbst habe ich es leider nicht in der App, weil ich so bei den Heists da gar nicht so richtig hingehe. Ich bin immer nur wegen den Events eigentlich bei der App noch. Und mache da immer die Events noch ein bisschen mit. Aber so richtig so Zeit rein investieren mache ich ja kaum. Dafür baue ich dann lieber hier in Minecraft das Ganze. Ja, aber ich probiere mir dieses Gebäude irgendwie per Ansichten irgendwie zu beschaffen. Oder ich versuche euch jetzt bei der Spiele-App da nicht hinzuarbeiten. Dauert vielleicht ein bisschen, ich brauche ein paar Ressourcen und sowas. Naja, muss man sich erst alles erspielen. Naja, aber trotz alledem versuche ich daran zu bleiben. Vielleicht wäre nett, wenn du mich irgendwann mal nochmal erinnern würdest, das Ganze zu bauen. Und dann machen wir uns auch nochmal irgendwann mal daran. Aber erstmal bauen wir heute das Knäudoleum, wo es uns auch geht. Wie gesagt, wir machen nur mehrere Teile heute, also wir bauen nicht zu viel und auch nicht zu wenig, also eigentlich alles angenehm noch. Ich hatte auch einen Vorbau, der Vorbau ist da hinten, ich würde ihn euch gerne zeigen, aber ich blende ja einfach mal was ein, wo ich da hin bin, weil ich habe daneben was gebaut, was du noch nicht sehen solltest. Also wenn wir jetzt da hinfliegen, würdest du was sehen, was ja dann noch gebaut ist, was du noch nicht sehen darfst, also was noch geheim ist. Ja, so, aber ansonsten würde ich sagen, legen wir los. Kiste ist ja hier, holen wir uns einmal alles raus. Das brauchen wir heute erstmal für die erste Folge. So, das heißt ganz einfach mal hellgraue Keramik holen wir uns dazu. Denn Steinstufen, Eisengitter, grobe Erde, denn blaue Keramik, blaues Glas. Dann nochmal davon die Glasscheiben. Du kannst das Glas natürlich auch wechseln von der Farbe her. Aber halt Blöcke wie Glasscheiben sollten schon zueinander passen. So, dann holen wir uns noch Bruchsteinmauer raus und das war es dann erstmal, was wir heute alles so brauchen. Wir fangen an erstmal mit der groben Erde. Du siehst, es ist ringsum so ein Wassergraben. Wie du den Wassergraben dir selber ziehst, dir überlassen. Ich empfehle dir einfach mal, wenn wir es gebaut haben, also 3 Blöcke Wasser so ringsrum sollte man einfach mal ziehen. Wir platzieren ganz einfach mal grobe Erde. Ich fange am besten an, einfach gerade erstmal. Ich mache das hier nochmal weg, das war so eine kleine Gedächtnisstütze für mich. So, wir platzieren einfach mal auf der Fläche dann einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 Blöcke grobe Erde einfach mal gerade hin. Dann gehen wir zur Seite weg, lassen dann einfach hier die Ecke frei und setzen dann nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 Blöcke dann einmal so nach hinten weg. Wie gesagt, vorne die Ecke lässt dann einfach mal frei. So, dann gehen wir mal nach hinten. Da lassen wir wieder hier, oder gehen einmal so, einmal nach hinten, setzen 2 hin. Dann gehen wir einmal auf die andere Seite wieder hier nach vorne. Hier lassen wir auch die Ecke einmal frei und setzen dann 1, 2, 3, 4 Blöcke hin. Dann gehen wir so ein wieder nach innen. Und setzen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 Blöcke hingesetzt, sollte dann perfekt mit der anderen Seite abstimmen. So, hier machen wir auch nochmal so einen Zweier hin. Und danach müssen wir das Ganze einfach verbinden. Die Ecken lassen wir wie immer einfach mal frei.
So, das ist schon mal so der Grundriss für das Gebäude. Jetzt kannst du ringsherum, wenn du möchtest, einen Wassergraben machen. Empfehlung, einfach so 3 Blöcke Wasser. Du kannst natürlich auch mehr gehen. Auf den Seiten empfehle ich dir dann einfach mal so 4 Blöcke insgesamt. Habe ich jetzt hier auch einfach mal gemacht. Und dann einfach nicht gerade bauen, vielleicht machst du halt so eine Kurve rein. Ne? Also nicht, dass es dann so viereckig ist, sondern so ein bisschen natürlich einfach ein bisschen gestalten. Okay, wenn wir das haben, kommen wir jetzt einfach mal zu unserer hellblauen Keramik. Ich würde sagen, wir fangen an, natürlich hier mit der Vorderseite. Ich ziehe jetzt einfach hier erstmal eine Reihe hin. So, und dann fangen wir auf der Seite an und setzen einfach noch eine weitere Reihe rauf. So, damit geht's los. Obwohl, nee, wir machen erstmal was anderes. Ich glaube, das ist immer einfacher. Und zwar, wir ziehen jetzt erstmal mit der hellblauen Keramik überall einmal so ringsrum. Wie gut, dass ich mir immer alles vormarkiere, dann weiß ich immer, wie das ist. Also einfach mal eine innere Reihe mit der Keramik ziehen wir uns einfach mal so hin. Einfach mal so ringsrum. So, die inneren Ecken können wir dann natürlich freilassen. So legen wir am besten, glaube ich, los. Zack, 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 zack. Okay, so jetzt können wir loslegen. Also, dann haben wir jetzt einmal innen drin nochmal eine Reihe rumgezogen. Und dann fangen wir auf der Vorderfront an, auf der linken Seite. Da setzen wir jetzt 3 Blöcke hin und fliegen dann auf die andere Seite. Lassen den ersten Block hier einfach mal in Ruhe und setzen hier auch nochmal 3 Blöcke hin. So, die 3 Blöcke erhöhen wir jetzt noch. Jetzt haben wir hier 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also insgesamt müssen die Blöcke 7 Blöcke hoch sein. Ziehen wir hier hoch. Auf der Seite auch nochmal. Also 2 Blöcke haben wir. 3, 4, 5, 6, 7. So, 7 Blöcke haben wir hier auch. Und können das Ganze hier einfach mal hochziehen. Super. So, jetzt achten wir mal bei der Mitte hier drauf, dass wir unten 1, 2, 3 Blöcke haben. Und dann setzen wir die nächsten 3, können wir zumachen und das einfach mal bis zur anderen Seite rüberziehen. Das füllen wir einmal dann komplett hier aus. Sehr schön. Und wenn wir das geschafft haben, platzieren wir oben drauf, würde ich mal sagen, nochmal eine Schicht. Ziehen das Ganze so ein bisschen mittig. Machen auf der anderen Seite das genauso. Jetzt haben wir die Mitte getroffen. Lassen wir der Mitte aber jeweils so eine Seite nochmal einen Block frei, dass wir hier so eine Dreiermitte haben. Okay, wenn wir das Ganze haben, fliegen wir nun zu den Seiten und machen hier einfach so eine Ecke noch hin. Das machen wir hier auch nochmal. Super. So, wenn wir das Ganze dann haben, müssen wir das Ganze noch nach hinten ziehen und zwar auf insgesamt 3 Blöcke. Auf der einen Seite haben wir das ja schon gut vorgegeben. Das machen wir einfach mal bis nach oben weg. Hier können wir das einfach mal alles so lang ziehen. Und auf der anderen Seite auch nochmal. Aufgepasst, wir hatten ja hier schon eine Reihe hingesetzt. Einfach erstmal nicht beachten. Einfach hier weitere 3 Blöcke hinten ransetzen. Das Ganze dann nach oben ziehen. Hier alles nachziehen. Sehr schön. So, jetzt verbinden wir einfach mal das hier mit der anderen Seite. Das ist ja natürlich unser Eingang. Hier einfach mal so nach hinten weg. Sehr schön. So, die Mitte hier, wo wir die Dreierlücke haben, die machen wir einfach mal gerade so zu bis nach hinten weg. Die Seiten docken wir einfach mal hier an. Wunderbar. Und danach haben wir die neue Aufgabe. Wir füllen diese inneren Flächen einfach mal aus mit der Keramik. Die eine Seite wie natürlich die andere Seite, die dürfen wir nicht vergessen. Einfach mal ausfüllen. Und wenn wir es geschafft haben, nehmen wir jetzt unseren Teppich und setzen darauf dann einfach mal die graue Wolle hin. Ich würde gerne mit Blöcken arbeiten, nur leider können wir, sage ich mal, auf diesem Block halt nichts platzieren. Also nicht austauschen durch einen anderen Block, weil er hier unten ja schon ist. Von daher nehmen wir einfach mal Teppich, aber ist ja kein Problem. Damit können wir ja arbeiten. Okay, so, dann haben wir das schon mal so gut wie fertig. Und kommen jetzt, würde ich sagen, bevor wir die Seiten und sowas anfangen, zur Brücke. Damit die dann auch schon mal so ein bisschen fertig ist. So, dabei richten wir uns einfach mal vorne über unserem Eingang. Da nehmen wir jetzt unsere hellgraue Keramikswand und platzieren einfach neben den Eingang einen Block hin und das Ganze bis einmal zur anderen Seite. Hier machen wir jetzt noch 2 weitere Blöcke einfach mal ran. Sehr schön. So, dann machen wir jetzt, würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal so an sich weitere 3 Blöcke so einfach mal so schräg nach unten. Wir hatten ja erstmal 3 Blöcke. Das machen wir hier auch nochmal 3 Blöcke so runter. Und das ziehen wir auf die gleiche Länge, wie wir die hier schon haben. Super, so einfach mal so fertig machen. Der nächste Schritt ist einfach mal, wir nehmen jetzt Steinschuhen zur Hand und die platzieren wir
einmal hier auf der unteren Seite, können wir einmal lang ziehen. Ist natürlich jetzt einfach, wenn man den Graben schon hat. Ansonsten muss man sich hier erstmal noch durchbuddeln. Und genau auf der anderen Seite hier oben drauf setzen wir auch nochmal Stufen hin. So, hier ganz vorne machen wir das gleiche Spiel. Einfach Stufen hier hinsetzen. Okay, dann können wir hier schon mal eigentlich gemütlich hochlaufen. Der nächste Schritt ist jetzt, wir nehmen die Eisengitter und platzieren hier an den Seiten ein Geländer. Aufgepasst, wir müssen hier die Stufen doch leider entfernen, weil wir können die sonst so nicht platzieren. Die Geländer verbinden wir miteinander, damit man auch nicht so einfach rübersteigen kann. Da muss man schon ein bisschen klettern. Auf der anderen Seite machen wir auch nochmal hier die Eisengitter einfach mal so hin. So. Zack, zack, zack. Bis hier unten hin. Natürlich hier alles wieder verbinden. Okay. Dann haben wir das hier auch wieder fertig und kommen jetzt mal ein bisschen zum Eingang. Weil ich würde sagen, den machen wir erstmal. Beim Eingang, aufgepasst, machen wir, die erste Fläche lassen wir komplett einmal unangefasst. Ich mache hier hinten einfach mal eine zweite Fläche ran. An den Seiten, ich würde mal sagen, machen wir hier auch nochmal. Wir machen einfach hier komplett einmal hier nochmal einmal sowas ringsrum. Ne, extra für den Eingang machen wir das. So, jetzt achten wir mal drauf, dass wir hier den ersten Block in Ruhe lassen. Beim zweiten setzen wir einfach mal hier so eine Trennwand rein. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. So eine Trennwand rein. Okay. So, jetzt kannst du natürlich wieder entscheiden, machst du Glasblöcke oder Glasscheiben. Ich würde mich mal einfach mal für Glasscheiben entscheiden. Setz die einfach mal hier so rein. Und hier in der Mitte mache ich das auch nochmal an den Seiten einfach mal Glasscheiben hin. So, und ich möchte natürlich, dass die Tür offen ist. Von daher mache ich die einfach mal so nach außen auf. Du kannst natürlich auch machen, dass die nach innen aufgehen. Kann man sich im Nachhinein ja immer noch ändern, wenn man das Gebäude halt einrichtet. So, Türen sind offen, können alle reingehen. So, dann würde ich sagen, sind wir mit der Vorderansicht so gut wie schon fertig. Kommen wir jetzt langsam mal zu den Seiten. So, bei der Seite nehmen wir jetzt erstmal wieder unsere hellblaue Keramik zur Hand und fangen einfach mal auf der Vorderfront an. Hier platzieren wir einfach mal zwei Blöcke rauf. Dann gehen wir einmal nach hinten und setzen hier auch wieder Blöcke einfach mal hin, nur so, dass es denn hier zwei Blöcke nochmal übersteht. Danach platzieren wir jetzt, würde ich mal sagen, dahinter einfach nochmal drei Blöcke rauf. Und die ziehen wir einmal bis nach hinten weg. Da, wo es das Ganze aufhört. Na, kommen wir an? Ja. So, dann machen wir das Ganze hier noch ein bisschen höher. Auf insgesamt, denn vier Blöcke. Jetzt haben wir drei, vier. So, dann gucken wir nochmal, was haben wir jetzt hier eigentlich angestellt. So, wir hatten jetzt hier vorne drei Blöcke. Dann sind wir hier zwei höher gegangen. Wieder ein tiefer und das komplett einmal bis nach hinten weggezogen. Jetzt sind wir insgesamt dann vier Blöcke hoch. So, jetzt machen wir noch ein paar Fenster rein. Wir fangen hier einfach mal vorne an. Wir haben ja hier, sage ich mal, gleich nach diesem oberen Viererblock, würde ich mal das sehen, zwei Blöcke dann noch da hinten weg, darunter dann zwei wegschlagen und da setzen wir Glasscheiben einfach mal ein. Das ist hier unser erstes Fenster. Dann kommen wir hier zum nächsten Fenster. Das heißt einfach mal, wir lassen hier zwei Blöcke frei, schlagen dann hier einfach mal alles komplett weg, bis nach hinten. Da lassen wir auch zwei Blöcke frei und können hier unten den Boden einmal ausfüllen. Ja, super. So, jetzt machen wir einfach mal an den Seiten jeweils. Lassen wir den ersten Block in Ruhe und den zweiten hier können wir komplett einmal wegschlagen. Aufgepasst, hier auf der Rückseite, ne, lass den einen auch frei. So, jetzt kann man hier mal kurz bei unserer Markierung überprüfen. Ja, ist alles richtig. Denn nun nehmen wir einfach mal Glasblöcke und die platzieren wir einmal hier auf der anderen Seite. Ich würde gerne mit Glasscheiben arbeiten, aber ich finde, Glasblöcke sind dafür einfach besser gemacht. Die platzieren wir einfach mal hier. Super. So, danach nehmen wir einfach mal unsere Bruchsteinmauer zur Hand. Fangen auf welcher Seite an, egal. Wir platzieren einfach den ersten beim ersten nix, beim zweiten dann einfach hier mal ein bisschen Mauer hin. Das sind solche einfach solche Trennungen für das Fenster. So, machen wir mal hier so ein bisschen hin. Super, und dann sind wir hiermit auch schon mal fertig. So, kommen wir jetzt zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt wäre dann hier auf der Seite ganz einfach mal. Wir bleiben immer noch bei unserer hellblauen Keramik. Jetzt hier bei unserem Fenster richten wir uns immer einfach nach. Wir lassen hier immer noch zwei Blöcke in Ruhe. Und ab den nächsten setzen wir einfach 1, 2, 3, 4, 5 weitere Blöcke einfach mal rauf und können das einfach mal bis nach hinten wegziehen. Wenn wir das einmal geschafft haben, bleiben wir auf der Rückseite dann hier erstmal stehen und platzieren hier hinten einfach vier Blöcke einfach mal ran und ganz oben nochmal zwei Blöcke ran. Super, und dann sind wir hiermit auch schon wieder fertig. Kommen wir jetzt einmal zur anderen Seite und hier müssen wir auch wieder was machen. Und zwar setzen wir jetzt einfach mal hier auf der geraden Reihe eine Blockschicht hin von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Also insgesamt eigentlich so eine Blockschicht, dass sie hier einmal übersteht. Das müssen wir einfach mal bis nach hinten wegziehen. Wenn wir das Ganze einmal hochgezogen haben, gehen wir wieder auf die Rückseite und platzieren einfach hier noch 4 Blöcke oben ran und dann hier bei den letzten 2 auch nochmal weg. Okay, so, wenn wir das soweit haben, beginnen wir jetzt mit der Rückseite. Bei der Rückseite beginnen wir auch wieder erstmal mit der hellblauen Keramik und fliegen einfach mal zu den Seiten. Hier haben wir 2 Blöcke ja schon mal hingesetzt. Danach geht's los, wir setzen einfach noch einen Block einfach so schräg nach oben weg. Gefolgt dann machen wir einfach mal einen Zweier dahin. Etwa mal so. Gefolgt dann machen wir danach wieder 2 einzelne Einer. Okay, so, das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Damit wir das, können wir uns hier natürlich so ein bisschen vornehmen. Das heißt, einfach nach dem Zweier machen wir mal 2 Einer. So, was sollte dann kommen? 1, 2 natürlich und danach wieder 2 normale Einer. Okay, so, der nächste Schritt ist eigentlich relativ simpel. Wir fangen hier einfach mal an der Ecke an. Das Ganze können wir mal hochziehen auf die gleiche Höhe, wie wir es jetzt hier haben. Und können das einfach mal hier in diese Fläche auswählen. Auf der anderen Seite machen wir es auch nochmal. Super. So, danach haben wir eigentlich schon das Größte geschafft. Wir müssen jetzt einfach nur noch diese Mitte miteinander verbinden. Dabei setzen wir nicht einfach an die Blöcke hier so an, sondern wir machen einfach immer hier so dazwischen, damit die Ganze noch hier einmal nochmal abhebt. Hier dann auch wieder eine Schicht lang setzen. Die Blöcke, die du jetzt, sag ich mal, platzierst, so wie den jetzt hier, um den weiteren da vorne heranzusetzen, kannst du einfach da lassen. Die spielen dann später gar keine Rolle mehr. Das wird dann am Ende verkleidet. Also ich habe das jedenfalls so vor und also ich lasse das einfach da. Man kann es natürlich auch weghauen. Wenn man das alles ordentlich haben will, macht man die natürlich weg. Ja, hier ist auch noch einer. Einfach mal weghauen. So, dann machen wir einfach mal bis hier oben hin. Und den letzten Block, den verbinden wir einfach miteinander. Damit das einfach mal gerade abschließt. Du kannst natürlich auch sagen, nein, ich setze nochmal einen oben. Obwohl, das sieht doof aus. Nee, mach das lieber nicht. Einfach so erstmal hier dran setzen. Danach verbinden wir einfach mal die Seiten miteinander. Hier hinten noch. Einfach nur den oberen Block. Danach setzen wir hier noch eine Schicht einfach mal mit der Keramik rein. Und ich habe dann natürlich oben drauf nochmal einmal Teppich hingesetzt. So wie wir es natürlich schon auf der Vorderfront gemacht haben. So, jetzt fehlt noch was wir jetzt machen in diesem Video. Und zwar einfach das, also die mittlere Dachebene fehlt uns noch. Kommen wir nun natürlich hier zur Mitte. Dir fällt auf, ich mache hier immer ein paar kurze Schnitts, um immer zu überprüfen, ob ich immer noch richtig liege wie beim Vorbau. Weil das ist doch schon ein bisschen kurios mit den ganzen Formen und so. Und ja, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen. Ja, kommen wir jetzt natürlich hier zur Mitte. Wir fangen erstmal an, würde ich mal sagen, ganz einfach. Hier nochmal auf der einen Seite, wo wir ein paar Fenster haben. Und wir hatten ja hier dieses Viererfenster. Da gehen wir einfach mal hier oben hoch. Da haben wir noch eine Lücke. Wir schlagen hier einfach mal ein paar Blöcke wieder hin. Und zwar einfach hier so eine Reihe. Danach schlagen wir dahinter auch nochmal eine Reihe hin. Und ab der zweiten Reihe kannst du das einfach mal gerade bis nach hinten wegziehen. So, machst du erstmal hier einfach zu. Kann man machen. Super. So, nächste Aufgabe ist jetzt einfach mal, ich habe mir das Ganze schon ein bisschen vorgezogen, lasse ich dadurch jetzt bitte nicht verwirren. Und zwar machen wir oben jetzt einfach eine Begrenzung für das Dach. Wir fangen hier einfach mal hinten an. Hier hatten wir, sag ich mal, hier schon das. Hier führen wir einfach mal den Balken ein bisschen weiter bis vorne weg. Zack, einmal bis vorne weg. Kannst natürlich dann hier auch einmal den Block hier so hinmachen. Danach gehen wir einfach mal gerade zur Seite weg. Aber aufgepasst, jetzt lässt sie hier einfach mal 2 Blöcke so an sich Platz. Und dann gehst du hier noch 1, 2, 3, 4 Blöcke nach vorne weg. Und dann gehst du einfach wieder 2 Blöcke zur Seite weg. Und dann hast du hier vielleicht eine Lücke von, also 2er Breite, 4er Breite. Oder 4er Länge, 2er Breite, so eher. Und dann können wir hier einfach mal die Reihe weiter nach hinten ziehen. Und dann sind wir damit erstmal durch. Die Mitte hier können wir einmal aushöhlen mit grauer Wolle. Jetzt kannst du natürlich dann gerne die Blöcke verwenden. Also das heißt, wir holen uns einmal kurz die Blöcke hier raus. Wo habe ich sie? So, da sind die grauen Wollblöcke. Die kann man jetzt hier gerne nehmen. Dann spart man sich die Arbeit halt mit dem Teppich. Und dann füllt man einfach hier die Fläche damit aus. Wenn wir einmal das Dach dann ausgefüllt haben, kommen wir nun zum nächsten Schritt. Und zwar nehmen wir erstmal wieder unsere hellblaue Keramik zur Hand.
und fliegen wieder zur Seite, wo wir die Fenster haben. Denn hier platzieren wir einfach mal, wenn wir hier so ein bisschen hingucken, sag ich mal jetzt hier so, einfach mal zwei Blöcke hin. Dann haben wir ja ringsherum nochmal eine Blockschicht. Da setzen wir noch zwei weitere Schichten an, dass wir insgesamt drei Blöcke haben. So, darunter setzen wir jetzt nochmal eine Blockschicht. Auch wieder hier so drei Blöcke hin, so nach hinten weg. Und danach machen wir das Spiel noch einmal. Zack, zack, zack. Und sollten wir perfekt auf dem Boden aufkommen. Da kannst du jetzt natürlich hier so den Wasserkram so ein bisschen langziehen. Achte einfach drauf, dass am Ende das hier noch auf dem Land ist. Das ist irgendwie so eine Halterung. Ich habe erst gedacht, das ist irgendwie so eine Brücke, aber soll doch eine Halterung sein für das Gebäude, dass es halt nicht wegtreibt hier. Und ja, kann man einfach mal so ein bisschen hinbauen. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, sind wir eigentlich heute mit dieser Folge fertig. Im nächsten Teil kommen wir dann, sage ich mal ganz einfach, zu nur noch weiteren Details, die halt da rangebaut sind. Das sind viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel kriegen wir hier noch einige komische, sage ich mal, Anbauten noch an den Gebäude ran. Auch hier an der Seite wird noch was ganz Großes gebaut werden. Und das machen wir einfach im nächsten Teil, damit das halt nicht so ganz verwöhnt ist in dieser Folge. Und ja, so, die nächste Folge findest du in der Videobeschreibung. Klick da einfach rauf, um weiterzubauen. Ansonsten sage ich einfach mal, hast du heute genug gemacht? Ruh dich aus und machst da einfach die nächste Folge später weiter. So, aber ansonsten war's das Ganze hier. Ich würde sagen, ich stelle mich hier erstmal safety hin. Wir sehen uns in einer anderen Folge wieder und dann sage ich erstmal, haut's rein und tschüss.